22.31 Uhr. Ich weiß nicht, welche Kamera wir blicken müssen. Möglicherweise in die. Schönen guten Tag. Schön, dass ihr immer noch nachts am Start seid. Wir haben wieder leicht durchgemischt und einen neuen Killer bei dem Spiel Dead by Daylight. Aber die GameTube-Jungs sind immer noch am Start. Das ist wunderbar. Haben wir vorhin im Chat-Duell schon gegen Team Bohnen gewonnen. Sehr erfolgreich. Erinnere mich nicht daran. Das Internet wird sich daran sehr gerne immer wieder erinnern. Sollen wir dich auch nicht an Harry Potter erinnern? Nee, ich war fast schon lieber Penisschaft als Harry Potter Memes, muss ich fast sagen. Ja, das stimmt. Der Penisschaft hat eine neue Ära gegründet. Das finde ich schön. Die Zeit der Penisschaften. Hat alle Memes kanalisiert, ne? Es ist das neue Burschenschaften, ne? Mhm. Das ist so. Burschenschaft ist ja auch noch sowas. Burschenschaft, ne? Aber gut, ich glaube, das kommt im Chat nicht. Schätze ich mal. Im Chat ist gerade wunderschön. Vielen Dank auch. Wir haben uns innerhalb der letzten anderthalb Stunden in das Spiel Dead by Daylight hineingefuchst. Es wurde auf jeden Fall, jede Partie war immer geiler. Das können wir auf jeden Fall schon mal sagen. Das heißt, die Lernkurve bei uns allen ist dann doch recht hoch, glaube ich. Jetzt haben wir aber, wie gesagt, mit Martin einen neuen Killer. Martin, du hörst uns, ne? Ich habe mir schon den passenden Haken hier. Will nicht wissen, was da dran hing. Besorgt, damit die Sache dann nachher dran. Der ist tatsächlich, diesen Haken, den haben wir schon echt lange, Gregor, ne? Ja. Ich glaube, den haben wir also bestimmt schon 6 Jahre oder sowas. Da haben wir bestimmt etliche Sachen mit gedreht. Ich glaube, God of War haben wir damals besorgt. Ja, stimmt. God of War 2011, 2010, irgendwie sowas. Ja, sowas in Art. Also, ja, damit haben wir viele lustige Sachen gemacht. Es hat viel mit nackter Haut zu tun. Aha. Das für dich, Martin. Ansonsten, Michi, wieder hier oben am Start. Dann ist aber Gregor. Also, also im Spiel. Im Spiel. Ist doch schön. Das macht alle Kirre hier. Könnte jeder sein. Dieses mit den Accounts. Naja, aber immerhin läuft so alles technisch einmal frei. Und ich gehe jetzt auch auf Ready. Und dann starten wir in unsere wahrscheinlich heute letzte Session. Es sei denn, Martin ist so ein harter Typ, dass er uns jetzt alle wegfischt von Anfang an. Schauen wir mal. Gib mir Mühe. Gott. Ich habe auf jeden Fall, es gibt einen Indie-Titel, der dieses ähnliche Phänomen hatte. Und ich glaube, du hattest vorhin auch daran was angesprochen. Ja, ich blick grad gar nicht mehr durch. Mir fällt der Name leider auch nicht mehr ein. Also irgendwie, es gibt das eine, was dann zum offiziellen Friday the 13th Spiel genau, geworden ist. Genau, das kommt aber noch. Ach, das haben sie quasi übernommen, oder wie? Ich dachte, es wird neu entwickelt. Ich blick nicht mehr durch, welches Team welches jetzt irgendwie macht. Mhm. Also eins hatte mal so einen Pitch und dann haben die daraus das offizielle Freitag der 13. Spiel gemacht. Und ich weiß nicht, ob die das waren, die vorher schon was anderes gemacht hatten. Und da gibt es auch bei zwei Projekten gab es auch irgendwie Zoff zwischen diesen beiden Teams, wo der eine behauptet, die hätten denen die Idee geklaut und so. Ich blick leider gerade nicht durch. Mhm. Oh. Naja, wir haben bei deiner. Was? Ja, die Kettensäge! Was? Hast du ihn schon gesehen? Ja! Nein! So, das für eine Lache. Oh. Ich höre es auch buppern, ne? Hast du gehört? Ja, ist schon wieder Daniel? Fick dich, Michi, ich weiß, wo du bist. Da, ich seh dich. Wo bist du hin? Oh, was war das? Hm. Ein Vogel. Fuck, das dauert viel zu lang. Ah, hi. Hier ist ein Generator. Sehr gut. Stecki, Stecki, Verstecki. Wo bist du hin, du? Fiese Lache, ey. Kleine Ratte. Man kann sich irgendwie nicht per Taste hinlegen oder sowas, ne? Du kannst dich nur so in die Hocke gehen, aber Sorry? Hinlegen geht, glaube ich, nur, wenn man dir die Beine abwischen. Daniel, was geht? Jetzt aber, Volltreffer. Kommt. Ah, gibt acht jetzt, muss man einmal sagen. Jetzt hat er mich erwischt. Mehr oder nicht, weil er kein guter Kettensägenmann ist. Renn weg! Ja, jetzt hat er mich erwischt. Oh Gott. Wie übel das Geräusch ist. Wie geht das jetzt genau, was? Ist es selbsterklärend eigentlich, so vom... Ja, man muss es einmal lesen. Die Schrift ist hier unten recht klein, wenn man auf diesem Laptop spielt. Aber ja, ansonsten geht das schon. Ich habe hier eine Karte eingesammelt. Was kann man denn damit machen? Vielleicht siehst du, wo die Generatoren sind. Ach komm, jetzt hatte ich mich doch fast freigewickelt. Könnt ihr mir helfen? Jo. Oh. Versuchen's. Wo seid ihr? Hallo? Ich hab dich. Ja, der Killer hat mich. Alter. Hier. Ist das einer von uns tot? Komm zu Papa. Martin, du musst nicht auch noch die Soundeffekte von dem Haken. Ja, das ist nicht nice. Warte, bist du noch da? Halt durch, halt durch, halt durch, halt durch. Ja, ja. Halt nicht durch! Okay. Ach, ihr Pfeifen! Oh, nein, nein, nein.
Spectre, da ist er. Oh Gott. Fuck, er hat mich. Das war mal bei dem Kettensägen-Typ ist ja auch. Komm her. Du willst es doch auch. Dass der so klein ist, man erst denkt, das könnte einer von den eigenen Leuten sein. Du willst es doch auch. Warum mach ich das? Ah, was mach ich alles? Wo gehst du denn hin, Mann? Jetzt wackel nicht so, es bringt doch auch nichts. Spürt man das? Lass mich einfach machen, dann ist es schneller vorbei. Hör auf jetzt, nicht so. Hör auf. Komm schon. Was mach ich denn? Wo geht's denn hier lang? Das ist alles Schwachsinn. Hier, sag mal, hier gibt's ja gar nichts. Wo bist du hin? Fuck. Wo seid ihr denn? Er kommt, weg. Das ist mein Mann. Oh Gott, war das schlimm! Oh. Doch alles. Doch Stuhl. Drück doch C. Drück doch! Oh, ja. Probier's doch, du Sack. Fuck it! Die Kettnick ist blöd! Was ist blöd? Wer weint denn hier eigentlich? Bin ich das? Wieso? Du heulst nur ein bisschen. Da kann ich nicht mehr drehen, das ist doch Quatsch. Gesehen bisher. Was ist denn mit der Karte? Kann man da irgendwas... Könnt ihr mal die Generatoren vielleicht klar machen? Das wäre doch mal was. Also wenn man die Karte gedrückt hält, dann sieht man kurz, wo noch Generatoren auf der Karte rumstehen, also auf dem Level rumstehen. Eigentlich ganz praktisch. I don't care. Och, ich Idiot. Wenn man die Karte gedrückt hält, welche Karte denn? Die kann man finden. Also ich habe jetzt aus einer so einer Kiste hatte ich jetzt so eine Karte rausgezogen. Wo seid ihr denn? Das ist doch auch feige. Kommt doch halt mal raus. Das führt doch auch zu nichts. Wie er aus dem Off hier rumnervt, ne? Fürchterlich. Was geht denn hier? Einen habe ich noch. Ay caramba. Oh oh. Ich meine, ich habe nicht. Oh oh. Also alle. Oh, Schock. So ein Idiot. Och komm! Och nee. Wo seid ihr denn? Er kommt. Vorsichtig. Oh, man kann die Karte. Hä, man kann die Karte zu viel lesen, dann ist sie kaputt. Was soll denn das? Kommt da raus! Das war keine. Ich mag die Kettensäge nicht, die ist lame. Ist wieder eingebrockt bloß. Kann man denn gegen die Kettensäge haben? Ja, weil die was so lange Aufladezeit braucht. Ja, aber das ist doch gerade das Schöne dran. Oh. Und man sägt dann immer daneben. Was heißt oh? Ja, er hatte mich fast erwischt, aber er war sehr, sehr dumm dabei und hat deswegen verloren. Oh Gott. Ja, komm. Das bringt doch alles nichts. Gib einfach auf. Lass es geschehen. Wie auf dem ersten Date. Ja. Oh, vorsichtig, Oha. Vorsichtig. Komm jetzt. Was soll denn das? Fertig machen. Was denn? Sag mal! Hä? Ich dachte, ich säge den jetzt kaputt. Stattdessen so ein Scheiß. Wo ist denn der hin? Das ist doch scheiße. Yes. Depp. So! Spannend, ey. Diese Kettensäge, das bringt doch alles nichts. Was ist da hinten? Oh, warte. Irgendein Signal kam da hinten, habt ihr es mitbekommen? Ach, der ist ja schon an. Was für ein Signal? Der ist ja schon an. Warte. Da will ich mal einen Generator, der ist ja schon an. Der geht. Achte so ein bisschen mehr nach oben, Gregor. Du kannst die Generatoren, du siehst halt oben die Fluter. Ne? Voll geheilt, danke sehr. Bitteschön. Ja, aber ich orientiere mich, versuche auch. Ich komm mal da rechts rum. Das zu machen. Ich hab dich verloren. Drei Meter gegangen. Falscher allein im Wald. Im Kaufhaus. Ich hab dich verloren. Oh. Entschuldigung. Muss das sein? Ich repariere hier gerade was. Kann sich mal zusammenreißen. Oh Gott. Super spannend. Wiggle. Oh. Ja. Oh.
Der ist ja auch an. Also ich bin dann tot, ne? Sauber. Weg mit dir. Dich braucht keiner. Alter. Wieso? Wieso war ich jetzt sofort tot? Ich war doch wieder topfit. Wieso? Ja. Das würde ich, wenn du zum zweiten Mal am Haken hängst. Ach, irgendwann, wenn man zum zweiten Mal am Haken hängt, dann war's das. Bis irgendwann auch mal Schluss. Wirkte so. Hat echt nichts mit den Hitpoints zu tun, sondern nur, wenn du am Haken hängst. Ich glaube, die Nachbarn kommen rein, weil ich zu laut bin. Urlaub in Hakistan. Ey! Gott. Einwohnerzahl, du. Wer ist hinter mir her? Nein. Idiot. Wer ist hinter mir her? Komm, komm. Ich hab dich gleich. Isolationsschaft wäre übrigens auch noch so eine Wortschaft gewesen. Vaterschaft. Ach du Arsch! Komm. Alter. Was? Axt im Kopf, das muss reichen. Das hast du aber nicht geschafft. Alter. Muss auch mal machen. Das ist krass. Der Chat fordert eine Valium für Martin. Ich kann das nur unterstützen. Und Hashtag Pumpspeicherkraftwerk. Schnauze! Pumpspeicherkraftwerk. Das ist so ein Schlagwort, was in der Community rauf und runter gewälzt wird. Fuck! Ich helfe dir da mal. Ja, komm, der aber der kommt, der kommt. Ja. Der geht auch. Ja, ich hab die Fersen, ich hab mich fast. Komm her, leck meine Axt. Du hast eine Kettensäge, so keine Axt. Fuck, wer ist noch am Leben? Also Daniel ist der Einzige, der weg ist, ne? Oder? Ich bin weg, ja. Man kann übrigens die Haken sabotieren, schreibt hier jemand. It's come. Okay, das ist schlau. Komm, Baby. Du kommst in meine Sammlung. Ja. Oh ne, ist ja gar kein Haken. Ist ja so ein... Schneller. Wackel nicht so. Wird dem Ende nur mehr wehtun. Wackel. Nein! Jawohl! Don't wackel. Michi, du bist das, ne? Ja. Hä? Ja! Hä, wieso kann er mich einfach so nehmen? Ja, warst du zu langsam, Baby. Haben schon ganz andere probiert und nicht entkommen. Zwei Finger rauswickeltechnik. Jetzt halt doch mal auf! Jetzt! Das war dumm. Wo ist hier der nächste? Das war blöd. Oh. Again! Ja, weil ich hier alles scheiße! Ich sehe im Dunkeln doch nix! Diskriminierung! Bloß weil ich blind bin! Man kann die Haken nur sabotieren, wenn man eine Toolbox hat. Ah, okay. Das ist keine Brotbox? Nee. Revelation! Ja. Oh. Sehr gut. Das ist die Tür? Nee, ne? Hier war ich. Michi, bist du weggekommen eigentlich? Ja, aber mir geht's gar nicht Generator so gut. An, weil ich so klug und hier schön bin. Tonnenweise Material für schön Fuck Yeah Gametube, schreibt hier jemand, das stimmt. Für was? Fuck Yeah Gametube, das ist eine Tumblr-Seite, die ein treuer Fan aufgebaut hat, der unsere dümmsten Sprüche sammelt. Also eine Sie ist das. Das ist ganz toll, kann ich nur empfehlen. Sucht mal nach Fuck Yeah Gametube, zusammengeschrieben, .tumblr.com, glaube ich. Da gibt's einiges zu lachen. Sehr gut. Man sieht der auch unsere Beste. Schönen Gesichter recht oft. Das ist doch schön. Ja, aber wie? Sollte man vorm Schlafen gehen vielleicht nicht gucken, aber... Okay. Sucht die Falltür. Was habe ich denn jetzt? Ist sie schon da? Nee, ne? Was habe ich denn jetzt? Eine Taschenlampe? Was hilft mir denn der Scheiße? Du kannst mit dem ins Gesicht machen. Mach sie an! Echt? Und dann ist er kurz verwirrt, kurz oder? Geblendet. Martin, ich schreibe immer, du sollst aufhören und lieber Vampire Bloodlines zu Ende spielen. Was? Ich sag so leise! Wo rümpelt es denn hier? Was mit Vampire Bloodlines? Sollst du zu Ende spielen, deswegen jetzt aufhören einfach. Ach so. Aufhören. Ich höre doch, dass es hier rumpelt. Wer packt dich? Wieso geht denn das nicht? Das hat überhaupt nichts gebracht. Es geht. Doch, war super. Mach weiter. Komm schon. Wiggle.
Wie lange das dauert! Was du machst, ist nicht wiggeln, das ist twerken. Ja, aber das hat schon Solid Snakes Folter überlebt, diese Kombo. Also, sagt Bescheid, ne? Wenn ihr hängt. Ah, okay. Ah, nein, Idiot! Ja, ich häng. Ja. Oh, geht wow. Das? Kein Grund, so zu schreien. Die Wurstparade hier. Geht doch nicht. Oh. Sehr gut. Ich lass dich hängen, ich renn direkt zur Tür, okay? Okay. Okay, dann geh ich auch zur Tür. Danke. Gott. Ihr erbärmlichen, nichtsnutzigen. Geh doch auf, geh doch auf. Palettenchecker. Let's do this! Ah. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Hauptsache ich überlebe. Ich bin jetzt halt auch so, die scheiß Tür. Komm zur Tür, komm zur Tür, komm zur Tür. Bist du tot? Ich bin durch. Ich bin zur Tür raus. Ach du, hä? Weil ich klug und schön bin. Ach, deswegen sagst du, Hauptsache ich bin durch. Ja. Es gibt tatsächlich, ne? Jetzt ist Michi, komm. Michi ist auch frei und der Budi auch. Michi ist durch? Und Martin hat demnach voll sind verloren. Sind wir alle gekommen, oder? Wir sind fast alle durch. Bis auf. Naja. Nein! Du warst auch gut durch. Ja. Vor dem Team, mein Opfer. Ja. Nein! Also wie lange ging diese Runde jetzt? Ungefähr eine Viertelstunde, ne? 1000 Jahre! Ja. Ja, 10 Minuten hätten wir noch. Ich weiß nicht, ob wir dann so ein Quick Game noch schaffen. Oder 12 Minuten. Aber ich habe 32.000 Punkte oder so. Kannst du den Eid drauf fragen? 32.000 Punkte? 12.000. 12.000 steht hier bei uns. Bei mir steht 32.000. Ja, ja. Ja, die Leute können es, die sehen es doch auch. Du sollst dich wieder alles addieren. Ja, es funktioniert nur beim Finanzamt so. Ich hab 32.000. Du gehst noch eine Runde oder was? Wir können ja noch mal zumindest eine starten. So. Ja, ja, das würde ich auch sagen, bis 12 ziehen wir durch, ne? Und alles bereit. Und währenddessen genau, spielen Stimme wir noch. Wir gucken mal, ob wir diesmal noch mal eine andere Map kriegen. Also bisher habe ich 2 Maps gesehen. Mhm. Waren das echt unterschiedliche? Ja, die also eine war blau, die andere war grün. Also aber hier, which one was your favorite Dead by Daylight map? The green one, the blue one oder the dark blue one? Diesmal kriege ich euch alle. Bin ich auch gespannt, ey. Chat. Man muss das sich auch mal erstmal einspielen, eine Runde. Ja. Ja. Wobei, also obwohl Michi hat ja einmal schon gespielt. Ja genau, Michi kannte das ja schon. Ja, weil nur aus der Opferperspektive. Das Thompson-Haus. Cold Wind Farm. Wieso hast du die Thompson Haus? Ist ja neue Map. Ja. Krass. The jetzt, Yellow One. Wo wir 5 Minuten haben. Ja, geil. Martin, warum hast du durch? Den Hut nicht auf? Oh, shit. Martin, setz den Hut auf. Was? Setz den Hut auf. Nix da, vergiss setz es. Setz den Hut auf. Der hat AIDS. Der Hut hat AIDS. Jetzt konzentriere ich aufs Spiel. Nein, das war doch ein 1A Active Reload. Nein, schon wieder. Ich gucke in meinen Rücken, ne? Konzentriert euch aufs Spiel. Ja, mal gucken, ob wir es noch schaffen. Hier gibt's ja ein Maisfeld. Wie cool ist das denn? Ein Bett in Maisfeld. Martin Lee ist leicht zu beeindrucken. Denn es ist Sorm. Oh, es gibt so. Ah, ich hatte es gerade. Das ist fies, wenn dieses Ding anfängt sich zu drehen und dann ist auch schon vorbei, also das schon in dem Quadranten mit dem Reload. Boah, war es knapp! So schnell ist doch kein Mensch. So. Immer, so. Wo bist denn du jetzt hin? Wo schauen wir jetzt nicht? Hier ist schon voll viele von denen an! Was soll denn das? Du hast gerade angefangen, die Runde! Spiel ich mal noch schnell. Holy Kack. Er kommt. Oh. Er ist da. Alter Verwalter. Diese Map ist nicht sehr killerfreundlich. Diese Map ist nicht sehr anti-killerfreundlich. Doch! Wir können uns nicht so gut verstecken hier! Hier könnt ihr schon Tag gut verstecken! Überhaupt nicht! Hier könnt ihr Tag gut verstecken! Ich finde euch überhaupt nicht! Was ist denn hier los? Man kann sich nicht hinter nichts verstecken! Siehst du die Scheune oder diesen der Vorsprung? Der Horror Smash des Sommers, in dem sich Killer und Opfer gegenseitig voll quengeln, werde ich mehr. Ja, das ist, glaube ich, mal so meine. Ach Gott. Komische Map, aber ich kriege euch trotzdem alle. Ich habe einen guten Start gehabt, gleich hier 2 Generatoren ausgeschaltet, angeschaltet. Ja, ja, macht ruhig weiter, ist super. Ist ja ganz tolle. Ganz tolle Spieler seid ihr. Ach so, nee. Bin stolz auf euch. Ich will doch nur überleben. Das ist doch was anderes. Ich bin ein junges Mädchen. Das ganze Leben. Ich will nur meinen Job machen. Kräuche durch den Boden, damit der Killer mich nicht kriegt.
Denn ich habe einen Vorschlag. Keiner denkt nämlich an den Killer. Bei Chanel. Nächste Woche. Ach, hier warst du, oh, gell? An den hast du schon angemacht, den Generator, oder? Ja. Nee, der läuft noch nicht, oder? Nee, der läuft noch nicht. Alter, Maisfeld ist ja auch widerlich. Also. Jetzt widerlich zum Verstecken. Wirklich echt schwer. Wo kann man denn hier lang? Ist doch alles, oh, Quatsch. Gott. Wie lang das dauert? Stimmt doch alles gar nicht. Was höre ich denn da? Ich geh doch kacken. Was höre ich denn da? Eine Fehlzündung? Nein, nein. Das war eine gedämpfte Huschel. Was? Aurora Borealis. In war es in dieser Küche. Gegend des Landes und um diese Jahreszeit? Kann ja. Ich mal sehen? Nein. Nein. Sehr gut. Gedämpfte Huscheln. Dann nochmal. Hm. Fuck. Aua. Das Maisfeld ist das Letzte. Ey, Mais ist voll nice. Man sieht nix. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir hier nicht so gut stehen. Oh Gott. Oh Gott. So, Mädchen. Der ist bei euch? Der war doch bei mir gerade. Oh! Komm her, Mädchen. Alter, Gregor, was ist denn los? Komm her. Sauber. Kopi. Jetzt geht er Hands of Death. Okay, krieg ich noch. Huppi Fluppi, Alter. Kommen Sie mit. Komm mit, du. War hier was? Ja, meine gute Freunde, sie werden mich retten. Die habe ich getroffen beim Praktikum bei Coco Chanel. Da. Oh. Zu den anderen Tieren an den Baum. Meine Güte. Ich bin ein junges Mädchen. Ihr dürft mich gerne retten. Will mich denn keiner retten? Ich werde ewig dankbar sein. Vielleicht sogar mal die Hand schütteln danach, wenn ich sie noch benutzen kann. Achtet einfach nicht auf den Killer, der immer im Kreis um mich drumherum läuft. Fuck! Ich hätte dich fast gehabt. Was? Ach so. Ja. Ja, war wenn Rudi schon nicht geht, aber es sind bestimmt noch genug Leute übrig, die mich retten können. Achso, ich kann wiggle. Wiggle nicht, das bringt eh nichts. Geh weg, der andere. Ja, guck du nur. Geh weg, der andere. Jetzt wackel halt nicht so, es bringt doch auch alles nichts. Genau. Ihr müsst mich mal retten, ich hänge noch am Haken. Okay, ich hänge auch am Haken. Okay, einen von uns müsst ihr auf jeden Fall wieder kriegen. Jetzt war hier gerade irgendwie so ein Grafik-Bug. Echt? Komm her. Ah, du Bratze. Bratze, hab ich auch schon lange nicht mehr gehört. Lecker schmeckst du. Was hat dir das junge Mädchen getan? Du hast doch bestimmt einen Ödipus-Komplex. Nur weil ich die gleiche Mütze wie deine Mutter anhabe. Ich will ja keinen Tipp geben, Martin, aber ich glaube, Maisfeld könnte für dich tatsächlich doch ganz gut sein, weil der Mais bewegt sich doch, oder? Space! Wenn man jemanden verfolgt... Ja! Ich hab dich, Gregor! Danke. Weg! Was? Weg! Wie hast du das denn überlegt? Nein, wir wollten uns aufteilen! Lauf doch nicht in meine Richtung! Vielen Dank. Wo ist denn noch ein Generator? Und auch bist du das denn überlebt? Alter, das war knapp. Oh, das gibt's doch nicht! Warum kommt ihr denn da wieder? Ich war doch kurz noch im Mais! Du bist mein Lieblingsopfer, komm her, ich du. Ich hab dir doch nichts getan. Komm her, du. Ich mag's, wenn du anfängst, wieder wegzulaufen. Wie, Gregor, wurdest du schon wieder geschnappt? Nein. Ja. Vielleicht ja. Ich mag dich am liebsten. Das geht doch nicht. Ich finde, wir haben so eine Art Beziehung zueinander. Irgendwie... Ja! Jetzt passt das schon. Jetzt kriegt eine andere das Praktikum. Dankeschön. Jetzt bist du wirklich... Oh nein. Ey. Was ist denn noch so ein blöder Generator? Ich finde halt ums Verrecken keinen. Da gibt's doch nicht. Ich habe immerhin den... Können wir einfach aufgeben. ...was anderes gefunden. Wir schaffen das. Homie. Das kann wirklich nicht so schwer sein. Ey, das ist echt schade. Das Gefühl ist krass. Das ist so schlimm. Fuck! Nur weil er da so Leuchtbommeln.
am Sack hat, damit man sieht, wer von hinten herankommt. Aber so fallenmäßig war jetzt nicht so viel los, oder ist das nur der eine von den Killern mit den Fallen? Nur der eine kann die Fallen legen. Ah ja. Ja, dass du das nicht kannst, ist mir schon klar. Gibt's denn hier? Ja. Ja, mein, habe ich die Haare schön. Mit etwas. Oh Gott. Mann, ey. Mann, oh Mann, noch 4 Minuten. Schaffen wir. Wo ist denn der dumme Generator? Schaffen wir. Was passiert denn um 12 eigentlich? Fährt dann hier alles runter, oder? Ja, dann übernimmt man das andere Programm und dann machen wir tatsächlich einfach Feierabend. Der Midnight Channel. Weil Feierabend auch mal total Sinn macht, ne? Das heißt, man kann auch nicht überziehen wie beim Gottschalk, wenn man sagt, okay, na, hier, was? Naja, aber wir können auch ein bisschen, können wir, glaube ich, schauen. Nein, Timo? Nein. Nee? Gottschalk darf nur überziehen bei uns. War Gottschalk schon mal bei euch zu Gast? Nee, oder? Nein. Habt ihr ihn schon mal eingeladen? Der hat das ist übrigens meine Anschlussfrage gewesen. Der hat gerade Zeit, ne? Der hat euch schon Zeit. Ich meine, ihr habt mir jetzt den Traum ermöglicht. Ich durfte nie bei Familienduell mitspielen, aber ich durfte bei Chatduell mitspielen. Ihr habt nicht sowas wie Wetten, das auch, oder? Noch nicht. Ja, warum? Aber dann will ich als Wettkandidat mitmachen. Ich muss nur eine Wette ausdenken. Aber Wetten, das mit Chat-Interaktion. Ach, ja. Du meinst Chatten, das? Oh! Okay, das ist, wie schlecht ist das? Wieso sind wir da? Warum haben wir da vorne das nicht so nachgedacht? Das ist unsere inspirierende Aura. Immerhin habe ich es jetzt geprägt. So, das haben wir jetzt keinen geklaut. Gregorcatius TM, ja. Ich hab ihn! Tür ist auf! Ja? Tür ist da! Habt ihr das gesehen? Sie. Lauft! Lauft! Lauft ruhig, lauft ruhig. Ihr schafft es bestimmt. Gebt euch Mühe, ihr könnt es schaffen. Wie könnte das aussehen? Bald ist es soweit. Naja, du könntest auf jeden Fall sowas wie diese Saalwette machen, wetten, dass wir es nicht schaffen, so und so viel. Oh nein! Nein, ich hab's gespürt! Man könnte ja darauf wetten, dass der Chat irgendwas mit richtiger Rechtschreibung schreibt. Oder die Aufgabe war, verzichte auf Cover raus. Für 2 Minuten. Daniel ist entkommen. Ich bin raus. Michi ist entkommen. Gregor ist dood. Und ich habe verpasst zu wiggeln. Yes! Ach, das tat gerade weh. Achtung! So. Komm mal mit. Kämpfen! Überleben! Komm! Alle Teller fliegen hoch. Wie lange denn? Boah, ich bin aus dem Rhythmus raus jetzt. Komm noch einer reinsägen! Naja. Der Martin hat verloren. Overall fühle ich mich als Sieger. Kann mir kein anderer was erzählen. Nee. So war das. GG! Sauber! Knallharter Sieg steht bei mir. 50-50 bei uns Survivors. 50 Leben, 50 sind dood. Und Martin hat sich bei der zweiten Runde ein bisschen besser geschlagen, ne? Kann man auch noch schnell sagen. Ja. Im Maisfeld. Für heute war es das, Leute. Ja. Krasser langer Tag wahrscheinlich. Ne? Eigentlich war der Tag. Um 8. Ja. Rock'n'Roll, ey. Ne? Haben wir ein bisschen Chatroll gemacht, haben wir ein bisschen hier Dead by Daylight gespielt. Morgen seid ihr wieder hier am Start und dann machen wir ein bisschen Press Select Action. Freuen wir uns drauf. Morgen ist die Aufzeichnung und ihr werdet dann das Press Select ein paar Tage Ende der Woche sehen können. Aber für heute machen wir dicht bei Rocket Beans TV. Wie immer. Bleibt uns treu, sagt Hallo zu den GameCube-Jungs auf dem YouTube-Kanal zum Beispiel. Ne? Da gibt es auch mehr Horror bei euch zum Beispiel. Gregorcatius hat das letzte Wort und ich habe eine Ahnung, was es sein könnte. Ja, was? Ciao. Okay, das